Hey Leute, willkommen bei Too Much Gaming, eurem Spielemagazin im Internet, wöchentlich aktuell präsentiert von Gamers Ground. Diese Woche mit SimCity, World of Warcraft und The Elder Scrolls Online. Alle Besucher der Spielemesse PAX East in Boston dürfen sich besonders freuen, denn The Elder Scrolls Online wird dort vom 22. bis zum 24. März erstmals anspielbar sein. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, mit den Entwicklern zu sprechen und exklusive T-Shirts zu erhalten. Falls ihr zufällig dort sein solltet, findet ihr den Bethesda-Stand unter der Nummer 912. Doch auch für die meisten von uns, die nicht auf der PAX East sein werden, ist diese Nachricht erfreulich. So können wir mit Sicherheit einige Erfahrungsberichte und neue Infos von den ersten Anspielern erhalten. Diese werden wohl hauptsächlich in den englischen Foren gepostet. Wir stellen für euch hier aber auch eine deutsche Zusammenfassung auf unserer Fanseite bereit. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Laut Greg Street, einem Entwickler bei Blizzard, könnte World of Warcraft eventuell für die PlayStation 4 und die Xbox 720 erscheinen. Dass die Möglichkeit besteht, hat Blizzard ja schon bei Diablo 3 bewiesen, denn das wurde vor einiger Zeit offiziell für die PlayStation 4 angekündigt. Große Aufregung gab es um die Städtebausimulation SimCity. Die Server waren zum Release derart überfüllt, dass sie der Community scheinbar nicht standhielten. Die Folge war, dass man es aufgrund des Online-Zwanges teilweise überhaupt nicht spielen konnte. Laut Entwickler Maxis sollte ein Singleplayer ohne permanente Internetverbindung nur schwer umsetzbar sein. Diese These widerlegte jedoch ein Modder, der bereits jetzt an einer Mod arbeitet, die den Online-Zwang aushebelt. Die Server laufen mittlerweile stabil und es wird sich zeigen, ob SimCity den hohen Erwartungen gerecht wird. Das war's leider auch schon wieder für diese Woche, aber nicht traurig sein, denn morgen erscheint ein neues Format, was wöchentlich auf Gamers Ground TV laufen wird. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, um nichts mehr aus der Gaming-Szene zu verpassen. Wir sehen uns nächsten Freitag um 19 Uhr bei Too Much Gaming.